Dann hättest du das eigentlich gedribbelt, das System, oder? Ich weiß nicht, was mich da erwartet, dann sozusagen. Das System ist für jede Probieren Überraschung geht immer gut. spielen, ne? Wo müssen wir wieder hin zum Pier? Oder lass uns erstmal das andere machen, John. Lass uns erstmal Ressort, Quatsch hier, Cottage, Ja. dann Westwing. Du magerst den Kram. Hier kann uns auch einer entgegenkommen. Hier unten in dem kleinen Dorf gibt es hier auch einen Sporn. Sniped schon wieder einer. SV98 oder sowas. Danke, Svenny. Nee, nee, nicht dahin. Nicht ins Dorf, wir müssen hier rüber. Okay. Rechts rüber. Ich sehe dich nicht mehr, wo bist du denn? Hier, hinter dir, hinter dir. Nicht da runter, nicht da runter, zurück, hier hinten. Ah, okay, jetzt sehe ich. Ich bin gleich links, wenn du reinkommst, links. Ja. Oh, hier ist noch ein Kanister Benzin drin, wenn du möchtest. Nö. Der blaue oder der silberne? Der blaue. Den da kann ich mitnehmen. Da kommt schon wieder der Granatenkistenbauer. Nee. Oh, sowas zum Vorschein. Oh, hier ist ja auch noch ein Doppelpack. Sehr nice. Ups. Ich guck mal vor. Ich höre links was. Ruf mit links. Oh ja. Der ist in einem Haus reingegangen. Zwei Stück. Unter ihr Penner. Was anderes von hier? Ne, da kommst du nicht ran. Okay, du bist. Bin auf jeden Fall Spieler vom Movement her. Hast du einen? Ja, ich habe gebaitet. Ich will, dass er aus dem Fenster rausguckt. Wenn er das jetzt macht, dann habe ich den. Bin wieder draußen. Einer aus Minus. Den anderen sehe ich nicht. Pass hinten auf. Klappert noch rum. Warten wir mal erstmal auf Movement. So lange halte ich noch. Ich kann mich ja mal fixen. Flicken meine ich. Ja klar, easy, easy. Vielleicht lockt es ihn ja raus, weißt du? Hoffen wir.
Ach so. Ich hab den. Okay, geil. Genau wie ich gesagt hab. An dem Fenster. Geil. Na dann lass uns. Okay, dann lass uns mal an den Loot kotzen. Ja. Ich geh mal kurz hier rein. Oh, und da hat eine MP155. Wie ich es wusste, dass er da rausgucken wird, Mann. Geil. Boah, Level 37, also. Boah, Junge. Der hatte Bock. Der hatte Bock. Der hat nicht mal eine Weste an, der Typ. Der hat eine T500M. Aha. Und eine USP mit Schalldämpfer und allem möglichen Shit. Ein Helm hat er mir auch mitgebracht. Rennst du? Ja. Piranha, also. Das hätte bestimmt wehgetan. Die sind gut. Level 37, aber also das ist schon, hat schon ein bisschen was gemacht hier im Spiel. Ja, der andere war 38. Oh, die krass. Haben gut gemacht. Ich würde jetzt vorgucken und das Ding markieren, den Stash da. Ja, ich komme gerade raus wieder zu dir. Eine Sekunde. Seh dich. Ne, ich kann das noch nicht machen. So. So, dann hätte ich das wenigstens markiert alles. P.A.P. Alter. Mit einer Pistole geladen. Linke Seite. Aber noch einzelne Pistolenschutz, glaube ich. Oh, Alter, renn doch mal hier hoch. Von hier geht's. Ja. Und dann hier so. Okay. Mhm. Diese Maustasten sind auch so richtig dumm. Die sind so schmal, weißt du? Wer baut denn so kleine... Da sind noch zwei Tasten an der Seite. Da kann man doch die Fläche mal nutzen, dass man eine bessere Haptik hat.
Nö, die machen die so schmal. Wie ein, was wie ein Mickey Mouse Pimmel. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ja. Das sollte wahrscheinlich ästhetisch cool aussehen. Ja, mehr Punkte für Style als für Ergonomics. Ach so, lass uns hier erstmal rein. Wir gehen von innen dann. Okay. Ich push rum. Gleich links. Ja. War mein Stream schon wieder weg? Sag mal. Weil jetzt steht schon wieder das Streamtitel da. Oh, das nervt, Mann. Du hast den Arschlaser an. Oh. Ja, Übertragung wurde beendet. Leute, seid ihr noch da? Was? Also bei mir läuft dein Stream. Ach, auf dem Handy stand Übertragung wurde beendet. Und jetzt steht da unten auch der Streamtitel wieder. Ja, bei mir läuft es flüssig weiter. Ach, was ist denn das? Ich hab keine Hand. Ne, bei mir läuft er. Okay. Mal kurz wieder weg. Was soll denn das sein? Ich verstehe das alles nicht. So, jetzt müssen wir eine 306. Gucken wir mal, ob wir über die 2 kommen können. John? Ja, bitte. Ah, okay, ich dachte schon. Ja, bin da. Ich hab nur aufgepasst, ein bisschen. Was ist denn das jetzt? Jetzt ging's. Irgendein komisches Geräusch. Nee, wir sind ja erst in der 3, so hier. Warte, nehme ich einmal rüber. Was ist denn das? Als ob sich hier um ein Gerät verabschiedet, USB-mäßig. Matze, grüß dich, herzlich willkommen. Oh, Alter. Boah, sag das an, Alter. Ich hab mich übelst erschrocken. Ich bin tot. Da ist einer genau rechte Seite, ganz durch. Genau nachdem ich das Licht ausgeschossen hab, hat er mich abgeschossen. Ich hab technische Probleme, Matze. Mit meinem Streaming-Setup. Scheiße. Schnappst du den Tiger? Ich habe eine schlechte Posi. Eigentlich nicht. Der weiß nicht, dass du da bist. Meinst du? Nee, der hat nur auf mich. Ich habe die ganze Zeit dahin geaimt. Der hat nicht gewusst, dass du da bist. Außer er hat einen Step gehört. Aber du standest ja eigentlich relativ ruhig da. Mit PP Muni 545er. Oh wow, wow. Die tut weh. Boah, geht. Schaffst du. Ja, sonst ist alles gut, Matze. Bis auf den Mist mit dem Streaming-Setup.
kann hoffen, dass jetzt keiner hinter mir auf die Treppen hochkommt. Du hast recht, Olli. So, Wärter, herzlich willkommen. Dachte schon, der Mats hat ausgemacht. Nee. Es ist aber scheiße, Mann. Ich weiß nicht, was hier irgendwas spinnt bei mir, die Technik. Das, als hätte es der Matze schon nicht schwer genug. Er hat keinen Bock. Der Typ bewegt aber auch 0 Meter, ne? Er steht da in so einem Zimmer. Unter mir ist aber auch was. Oder neben mir. Ob der vielleicht doch was weiß. Aber uns. Stine. Aber wenn er es wüsste, hätte er doch schon versucht, durch diese Kartons durchzuschießen, wenigstens auf Verdacht. Ja. Man hört ihn noch. Jetzt kommt noch. Scheiße. Stark gespielt bis jetzt. Danke. Seit wann hast du die Probleme? Seit letzten Freitag. Also am Donnerstag haben wir ja gestreamt, da war alles noch in Ordnung. Und am Freitag ging dann nichts mehr. Nein! Nein! Alter. Was habe ich getan? Ich hab's alle beide! Geile Sau! Stark! Geil! Schnell die Blutung weg und dann geht's weiter. PS regelt! GG, danke, danke! Super gut, danke Matze, danke Dr. Teufel! Dein Herz in der Hose, ja. Richtig.
Aber als der erste fiel, war ich schon zufrieden. Da habe ich gesagt, okay, ich meine Frieden mit Manitou gemacht. Ja, hast du weggehauen. Kannst du nur sagen, das mit deiner Nate war ein Bait. Ja, das kann ich. Ja. Ich habe mich dumm gestellt. Ich habe mich mit Absicht dumm gestellt. Ach komm, da kann ich mal einen Nate werfen, aber den holen wir uns jetzt. Jetzt Krisensitzung. Der hat uns verarscht. Doppelkill, 3 Kills jetzt in diesem Raid schon. Das ist auch mal nicht schlecht. Kann man sich auch mal schmecken lassen, mal wieder. Aber leider John wieder draufgegangen, Mann. Ja, der gute alte Johnny. Mhm. Wegen dir sind wir hier. Ja. Du kannst doch nicht. 3 Runden schaffe ich es nicht, ist eine scheiß fucking Shoreline rauszukommen. So, und ich muss jetzt den ganzen Loot wieder alleine rausschleifen. Mhm. Brachial. Oh, und der Arm hat nur noch 7 HP, der eine. Und der hat mir ja vorhin schon weggeschossen. Mhm. Da war nicht mehr viel dran. Nee, es ist nur noch ein Strich. Das Leid, das Überleben dieser scheiß Seelenschlepperei. Ja. Das Ganze laut sagen, Olli. John macht sich's bequem. Ja, und genießt jetzt die Show. Liegt hinten in seiner Ecke gemütlich. Mann, ey, jetzt aber mal ein bisschen. Aber es konnte ja keiner ahnen, der war so schlagartig da. Erst Ruhe, dann auf einmal Schüsse. Dann ging's ab. Da kann ich ja eigentlich nur vom Glück sagen, dass du die Lampe eingeschossen hast, dass er dann auf dich geschossen hat. Ja. Sonst wäre ich weiter vorgelaufen. Ich habe mich erschrocken und mich dann in Deckung gesetzt. So, lasst mal sehen, Jungs. Wie seid ihr drauf? Oh, Sordin, Alter. Achso, ja, Bullerkuppenhelm weg. So. Ah, ihr werdet komplett geschröpft. Auch Level 34. Ja, die haben Bock. Ja. Und dann warte mal. Ja, du hast deine Weste nicht versichert, ne? Ah, meine Body Armor. Mhm. Ach so, nee, das ist die, die ich dem unten weggenommen habe. Ah, okay. Mhm. Scheiße. Guck mal, da liegen da, ich sag dir eins, da werden jetzt gleich so viele Waffen liegen, ich würde deine Waffe vielleicht deponieren und mit denen mit 3 Max wirst du es rausschaffen. Dann hast du die Waffe safe wieder zurück, deinen Rig kriegst du wieder zurück und dann spielst du mit dem, weil die anderen beiden haben auch noch gute Sachen. Weil ich habe noch eine richtig dicke Sniper bei mir. Ach so. Von dem Typen gerade. Also das ist mehr als genug. Also ich würde deine Waffe auf jeden Fall irgendwo versichert weglassen. Okay. Weil du hast mehr als genug Gear da liegen. Du brauchst nicht deins noch mit rausschleppen. Würde ich jetzt sagen. Mhm. Mai AP. Mhm. Das ist sehr gute Munition. Dann hau ich mal meine Waffe weg. Auch die PS lasse ich drin. Die räume ich jetzt auch nicht raus. Mhm. Ich habe jetzt zur Not noch die Schrotflinte auch. Ja, du wirst doch, glaub mir, die Schrotflinte wirst du auch noch wegwerfen, weil da liegt hinter noch besserer Shit. Ja, glaube ich. Noch besserer Shit. Ja, glaube ich. Wenn du gleich die Sniper siehst, die nimmst du mit. Noch ein Salewa, Alter, die schlagen mich ja tot mit Salewas.
Laser aus von der AK. Ja, gleich ist es soweit. Ich das gewusst, hätte ich gar nicht mehr Klippen brauchen. Brauche ich alles nicht. So. Genau das hätte ich mit der Munition auch gemacht. Aha. Mit der AP. Direkt in den Container. Weil die tötet die PMCs. So viel Platz hast du nicht mehr, die will ich komplett runterstrippen, die Waffe. Visier, Schalldämpfer ab. Abfahrt. Ja. Aber beim Besseren. Das, was hat er für Munition? Lass mal sehen. FMJ. Naja. Das ist Müll. Das brauchen wir nicht. Ja. Dafür geht der Platz nicht drauf. Nee. Aber ich glaube, wir. Ich glaube, wenn du den Rig runterziehst, hast du allgemein noch mehr Platz in den Vierer-Slot. Das wieder wäre ewig schwer, ne? Was meinst du? Ach, alles gut, du weißt, du hast nur noch genug Platz. Das passt schon. Ach so, was ist denn jetzt los? Hä? Ach, ich habe kein Essen mehr. Bau dir den Zucker rein, du hast genug Essen, genug Wasser. Und 15. Ja, Wasser habe ich nicht mehr, habe ich getrunken. Ja, Wasser hast du noch 60. Achso, ja, ich freue schon meins. Also das kannst du auf jeden Fall ausgleichen. Ja. Passt bis zum Exit. Habt ihr die Teile? Hier hängst du irgendwie so einen Schluck Wasser. Ja. Oh. Was soll ich deine Waffe? Ich weiß die mal weg. Ja, einfach nur in die Ecke, das reicht schon. Und die Sniper, die würde ich tauschen gegen die Schrot. Und die Pistole vielleicht, falls du Bock auf die Pistole hast. Du brauchst ja noch einen Pistol-Kill, die ist relativ stark. Ja. So, das andere hau ich alles runter. Schon Stocktech. Und ja, schön Rucksack. Ja. Und das brauche ich. Happy Loot. Alter, was er hat. Oh ja. Ich glaube, da ist sogar noch was zu essen drin. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ein Lebemann. Nee, hier nicht. In dem Rig sind auch noch Valuables drin. Ach, die kriege ich gar nicht rüber, weil das ist. Na doch nicht. In der Hosentasche dann, glaube ich. Alter Schwede. John weiß zu leben. das habe ich weg. Oh, da war noch. Nee, das habe ich aus den Augen verloren. Ja. Mhm. Vielleicht hast du hier noch was zu essen, Finn. Im Rick, ja. Painkiller. Nee, ne? Leider nein. So. Da ist Müllmuni in der Sniper drin, damit du Bescheid weißt. Müllmunition? Mhm. Okay. Also brauchst du nicht unbedingt mitnehmen. Mhm.
aus. Naja, 40 Kilo knapp geht noch. Mhm. Oh, da passt du Lighthouse. Ich dachte schon, hä? Ah, jetzt bin ich im Keller. Ich dachte mir gerade, hä? Passt du Lighthouse nicht da? Aber es sind ganz schöne viele Exits jetzt. Ja. Verliert der kleine Matze den Überblick. Ey, mein Stash ist voll, ich weiß doch gar nicht, wo ich das alles hin tun soll. Die Probleme von dem Überlebenden. Ja. Aber erstmal haben, weißt du, erstmal alles haben. Sowieso, das ist das Wichtigste. Boah. Alter. Er kommt ja gar nicht aus der Hefe. Schmeiß die elendige Schrotze weg. Habe ich die nicht weggeschmissen? Oh. Doch, doch, hast du gerade jetzt gerade den Chat gelesen. Ach so, Olli. Ja. Ach, du meinst seinen Rucksack? Naja, gut, da habe ich jetzt drauf geschissen. Ich habe so viel Zeug. Dr. Teufel. Das ist ein Wulf. Ich glaube, allzu viel sollte auf der Map auch nicht mal los sein. Ich denke nicht. Vier haben wir ja rausgenommen. Ja. Du bist weg, ich sind sechs. Zwei. Ja. Der Rest ist irgendwo Skeps abknallen gegangen, der andere hat seine Quest geholt, im besten Fall ist auch schon raus. Und der andere Rest hat eingeschissen, gewartet, bis die Runde vorbei ist. Ja. Ach so, jetzt ist ja wieder dieser Steilhang. Naja, aber da habe ich mehr Glück als Verstand gehabt. So nah, ganz so nah Distanz, Alter, das ist mal nichts für mich. Das ist auch bei COD, das ist wenn genau die Distanz, die ich liebe. Ich liebe diesen Nahkampf. Ja, aber so richtig, meine Haut, das war ja schon Haut an Haut. Ja, du hast schon die Waffe gegen die Wand gehalten. Oh. Jetzt meine Energie. Ja, das wär's ja kurz vorm Ziel. Gibt's sie weg. Da liegt auch einer rum. Tasche voll gemacht. Mhm. Sehr nice. Drei U6. Das waren die einzige Ausbeute hier. Danke, Svenny. Oh, Level 25 geworden. Schönes Ding. Aber die Level sind am Start bei denen gewesen. Mhm.
wäre richtig krass. Also, bis auf den einen, da war 18, glaube ich. Ja. Da waren alle über 30. Ja, ja.